Jetzt versuchen wir dieses Rohr, dieses Drainagerohrstück bis zum Schacht führen, damit da überhaupt WC abläuft. Und die Steine, Kieselsteine, die müssen wir halt dann demnächst mit dem HD-Spüler rausspülen. Da sammelt sich sehr viel Papier und hier liegt da unser Drainagerohr. Das stellt sich quer. Jetzt habe ich sie. Ich hoffe, ich schiebe sie bis zum Schacht. Da sind sehr viele Steine noch drin in der Leitung. Sehen Sie, da ist das Rohr jetzt. Ich habe sie jetzt schon gute Meter geschoben. Schauen wir mal. Alle rein mit dem Rückholer und versuche die aufzuspießen und rauszuziehen. Das werden wir gleich machen. Genau, bei 6 Meter. Oh. Das ist ein Fusch beim Bau, oder? Bei 6 Meter liegt sie jetzt mit den Steinen. Wobei das ja keine kleinen Kieselsteine sind, richtig dicke Brocken. Das sind große Brocken, ja. Und nicht nur einer? Ja. Da mal raus. So, jetzt kommt der Spezialwerkzeug. Rückholer. Circa bei 6 Meter. Schauen wir mal, ob ich da überhaupt rankomme mit der Spirale. Da liegt unser Werkzeug. Und jetzt kommt die zweite Spirale. Schon. Schauen wir, ob ich überhaupt fangen kann. Da kommen schon Steine und sind gegen sehr viele Steine. Und da ist dieser große Brocken im Stein. Okay. Jetzt sieht man schlecht. Da ist das Rohr, da
ist mein Werkzeug. Die Frage ist, wie kommt sie da rein? Ne? Jetzt muss ich mit dem Haken, da ist der Spitze, irgendwo hier rein. Schocker-Film, was so unter Meeresspiegel irgendwie los ist. Aber oder so. Das ist auch so ein Fremdkörper, glaube ich. Das ist hier Plastik oder keine Ahnung, was das ist jetzt momentan. Unglaublich. Aber mich überrascht bei dieser Firma überhaupt nicht mehr. Ich habe schon die eine oder andere Kanalbefahrung miterlebt und Rohrverstopfung miterlebt, aber sowas. Ja, aber das nicht. Sollte eigentlich nicht passieren. Bei Neubau. Es sollte auch beim Altbau nicht passieren. Ich habe schon erlebt bei Neubau, dass das nicht am Kanal angeschlossen war, aber das noch nicht. Schicke ich mal die Steine mal nach vorne, ob das funktioniert. Noch ein Plastikstück gefunden. So, mit dem Rückholer hat es ja nicht funktioniert. Jetzt versuche ich mal mit der Kette bis zum Schachtschirm. Von hier sind es 19 Meter. Okay, zwei Spiralen drin. Jetzt schauen wir mal rein. Jetzt geht's weiter mit dem Ketteneinsatz. Die dritte Spirale habe ich schon aufgehängt, eingehängt. Jetzt schauen wir mal, ob ich das jetzt noch überhaupt irgendwie so weit hinkriege. Hier ist dieser erste Fremdkörper. Da stehen.
das Rohr. Hier sieht man das Rohr mit Steine. Vorbeigefahren? Nein, noch nicht. Okay. Sieht schon mal gut aus. Das Steine sind noch da. Aber nicht so gerne, jetzt das Rohr rauskriegen. Ah, da liegt sie. Da liegt sie. Also die schiebe ich jetzt mit den Steinen nach vorne. Okay. Jetzt Stück für Stück habe ich das bearbeitet, bin ich schon bei ca. 17 Meter und hier ist mein Rohr, kann ich schon Kamera schlecht schieben, gleich nach der Kette ist mein Rohr und gleich hole ich sie aus dem Schacht. Operation ist erledigt, schauen wir mal den Schacht, was wir da haben. Spinnen habe ich kontrolliert. Was haben die da gebaut? Alter! Spüren Sie einmal, Toilette! Jetzt wird Toilette gespült. Hier ist unser Rohr. Und schauen wir mal. Die Kette ist schon mal auch da. Jetzt wird die Toilette gespült. Diese Steine sind noch teilweise in der Leitung drin. Jetzt, was mir jetzt noch fehlt, das ist die zweite Toilette, was gerade gespült war. Die läuft auch sehr, sehr schlecht ab. Von da mache ich jetzt auch eine Kamerabefahrung. Schauen wir mal die Leitung an. Fremdkörper ist hier außen nach der Verstopfungsbesetzung, Kontrolle. Kieselsteine sind, also nicht Kieselsteine, sondern die anderen Steine sind noch eventuell drin. Da liegen noch welche. Okay. Das schieben wir jetzt mal ein bisschen nach vorne. Soweit wie es geht mit der Kamera noch. Hier haben wir diese Plastikstück. Nach vorne, das ist sehr schön. Was ist das? Verstehe nicht. Schieben wir so weit wie es geht, alles nach vorne. Lass mal gleichzeitig Wasser laufen. Da liegen Steine, die sind zu laut ein bisschen. Hier drin sehen Sie, hier liegen ein paar Steine. Ja. Ich weiß nicht, was das ist für Leitung momentan. Aber da kommen wieder welche? Ja, das ist die, die ich nach vorne geschoben habe. Oh ja, ganz schön getroffen. Ja, die kriege ich jetzt nicht weg. Und da muss der Kollege auch mit der großen Kamera auch mal kommen und überhaupt anschauen, was da los ist. Vorne sind wieder welche, ne? Mhm. Und woher sie kommen, keine Ahnung. Ja, wir haben so eine Vermutung. Das ist ja richtig große Brocken. Ich schiebe das bis zum Schacht raus. Ah, da kommt übrigens die andere Toilette. Können Sie die andere Toilette jetzt mal spülen? Ja. Große Taste, volle Pulle. Ja. Machen. Also, wir befinden uns jetzt in Einliegewohnung. Jetzt wird den Kopf von dem Kopf gespült und von da muss ich jetzt auch Kamerabefahrung machen.
von hier raus. Ah, hier oben kommt die Toilette. Und hier war diese Stange, glaube ich. Genau, bei 11 Meter war diese komische Stange. Die ist auch jetzt weg. Die Toilette kommt bei 11 Meter, habe ich jetzt gefunden. Und von da ist diese Stange rausgestanden. Und die ist noch da? Die ist nicht mehr da. Weil jetzt können Sie nochmal spüren. Okay. Ich schaue nochmal ganz kurz, ob das jetzt wirklich unsere Zulauf. Ja. Na, die Drainagerohr war woanders. Kurz vor 19 Uhr. Eddie kämpft immer noch weiter. Jetzt schauen wir mal. Hier kommt die Toilette, glaube ich. Jawohl, ja. Hier kommt die Toilette. Perfekt. Das passt. Hier kommt noch ein paar diese Steine. Jetzt mal auch mal nach vorne schieben, erstmal. In die Hauptleitung. So, geht weiter. Okay, ich habe schon so weit, wie es geht, alle Kieselsteine da gesammelt. Das Problem ist, welche Leitung ist das vom rechts? Weiß ich nicht. So, ich mache jetzt weiter. Jetzt bin ich im Schacht. Die zweite Ladung kommt jetzt raus. Perfekt. Ah. Jetzt kommt der Amazon Prime. So, was haben wir da? Schönes. Das war jetzt drin auch. Und das. Die Steine sind auch von irgendwo gekommen. Aber das ist ja viel. Okay. Neue Bau nach einem Tag verstopft. Ach mei. Da war ein großer Pfusch, glaube ich. Beim Bau. Aber wenn der Eddie-Rohrreiniger da war, funktioniert. Also natürlich, jeder macht ein bisschen anders, aber Hauptsache, es funktioniert. Perfekt.
Perfekt. Gut. Alter Falter. Guck mal das. Neue Nest mit Viecher, Riesenspinnen. Und ich war schon hier zweimal da. Okay. Jetzt mal Toilette spülen! Schauen wir mal, ob da noch was rauskommt. Hört sich gut an. Aber die zweite Toilette baue ich jetzt sowieso ab. Keine Steine. Perfekt. Einwandfrei. Live. Jawohl. Heute ist ein ganz anderes Format. Nach der Verstopfung ist eine Leitungskontrolle. Schacht. Leitungskontrolle vom Haupthaus Wetze. Hier sichtbare Gummidichtung. Alter Schwede. Und das ist die zweite Toilette. Einfach Katastrophe. Unglaublich. So, jetzt kommt es. Die zweite Ladung mal raus. Versuche jetzt mal wieder in meinem Rohrhaken raus. So. Irgendwie muss ich. Kann ich nicht mal drehen. Immer noch. Und immer noch die große Teil. Scheiße. Jetzt wäre mal schon runtergefallen. Was ist das? Danke schon.
ist ja eine Dose. Das ist eine Bauschraubendose, glaube ich. Also. Ich hoffe, sie explodiert jetzt noch nicht. In der Leitung. Aber ehrlich gesagt, wie kommt sie da rein? Das muss einer reinschmeißen. Das muss einer reingeschmissen. Also so wie aussieht, das ist eine Dose. Versuchen wir nochmal mit drehen. Ich glaube, die hängt jetzt bei mir. Nein. Hängt nicht. Na gut, ich probiere jetzt mal weiter. Wenn ich die fest habe, dann zeige ich euch. Jetzt hat es leider noch nicht funktioniert. Einmal habe ich die dran gehabt, aber jetzt kommt er wieder mal Kette rauf und schiebe ich versucht, die wegzuschieben. Weil sonst wird das nichts. Das Operation geht immer noch weiter. Hier schiebe ich mal diese Sprühdose noch weiter mit der Kamera momentan. Da bin ich um alle Bogen mit der Kette durchgekommen. Das ist ein Stein, Sprühdose. Das müsste auch schon mal kurz vom Schacht sein. Ach komm. Wasser aufmachen. Ach komm. Blitzer. Okay. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Kurz vom Schacht, jetzt sollte ich im Schacht sein. Ja. Ja. Jetzt schauen wir mal, was das ist überhaupt. Alter! Die Frage, wie kommt er da drauf? So, ich lasse jetzt mal die Kamera da liegen. Also die Treppen haben die auch so schön gemacht. Keine Ahnung wie. Also. Was haben wir da Schönes? Einmal diese Flasche habe ich jetzt rausgeholt. Einmal vollgeschissene Spielzeug. Alter!
Mein Traumauto, ein Porsche, habe ich jetzt auch rausgezogen. Guck mal das an. Und die restlichen Stücke. Und wer hat es wieder geschafft? Die Rohrreiniger. Kurz vor 8. Leck mich am Fett. Also, wenn das so weit ist schon mit der Zeit, kurz vor 8, ich habe nicht mal Angst von diesen Spinnen. Ich springe schon in diese Schacht 5-mal, da drin war ich. Okay. So. Oh, jetzt hat die Kamera fast runtergetaucht. Also nochmal zu sehen. Ein Stein. Da haben wir da rein. Da haben wir schon was. Die ist schon leer. Ah, da habe ich schon mal ein Loch gemacht. Und ein schöner Porsche. Eine schöne Porsche. Wenn mein YouTube läuft, dann hole ich mir eine Porsche GT3 RS. Dann erfülle ich meinen Traum. Jetzt schauen wir mal die Leitung an und natürlich, wer schafft das? Etim. So, jetzt kommt die letzte Aktion, denke ich, für heute. Jetzt haben wir noch diese eine Rohr drin. Die schiebe ich jetzt mal mit der Kamera schön sauber raus und hole ich mal raus. Deshalb wird jetzt liegt sie da und knickt kurz vom Schacht ab. Ah, komm schon. Jetzt will ich aber keine zweite Spirale einsetzen. Ah ja, die bringe ich jetzt schon mal raus und dann ist genug da für heute, denke ich. Und jetzt ist 8. Nicht mal Notdienst. Ist mich ja heute richtig erwischt. Aber was soll man machen, wenn du beim Kunde bist? Da musst du das Zeug schon sauber fertig machen, ja? Sonst funktioniert das nicht. Kannst jetzt nicht sagen, jetzt ist 17 Uhr. Ich fahre jetzt. Naja. Setze ich jetzt mal mein Modul rauf. Und dann schauen wir mal. Spirale rausfahren. Jetzt. Und der letzte Stück mit Trick 17 ist auch schon mal im Schacht. Hat ja nicht lang gedauert. Also. Das ist aber nicht so großes Rohr. Aber ja. Und ein paar Steine. Ich denke, der Kunde wird heute überglücklich sein, weil die Hauptwohnung, Hauptseite und die Einliegerwohnung ist komplett frei, weil Freitag wird alle eingezogen, also dann muss alles funktionieren. Und hier bin ich jetzt mit meiner Kamera. Perfekt. Jetzt schauen wir mal die Leitung an. Nach der, wo ich mich so gequält habe und Porsche rausgezogen und verschiedene Rohre, sollte jetzt schon mal funktionieren. Vielleicht mal Kleinigkeiten noch drin. Naja, hier ist leichte Ablagerung. Das kommt schon weg mit Spülen dann. Hier haben sie jetzt einen Übergang gemacht, warum auch immer. Perfekt. Jetzt habe ich endlich mal geschafft. Das war ein harter Einsatz. Jetzt ist, keine Ahnung, nach 8. halbe 9. Ich bin hier seit circa 5 Uhr
Und das habe ich jetzt, das hat mich nicht erwartet mit sowas, dass da solche Probleme sind bei Neubau. Aber jetzt ist die Mutter. Endlich mal. Das war so Ersatz. Wenn das nicht funktioniert, dann hätten wir die Gasflasche reingesteckt, einmal anzünden und dann gleich neue ausbauen. Jetzt kommt der Funktionstest, rechtzeitig geschafft, weil da kein Licht noch ist. Wieder steinbahnfrei ab. Und davor hat es danach gemacht, blub, 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 hat gegluckert und er hat der ganze Siphon weggesaugt. Jetzt funktioniert es.